Aber bis jetzt, Chat, muss ich wirklich sagen, Isas Einsatz hier, ich bin froh, dass du hier bist. Ich habe ehrlich gedacht, ich werde nicht eine Frage bekommen, aber es scheint so, als ob die ganzen PP-Gas von eine Frage Go nicht mehr da sind. Weil ich habe es mal mit Marc gemacht und im Endeffekt waren, glaube ich, 3 Fragen an mich gestellt worden. Und der Rest einfach nur, yo, ich habe eine Frage an Marc. Also ich bin wirklich happy gerade. Sag, du gibst mir eine Bombe, wenn ich da bin. Nächste oder nächste? Julian, eine Frage, go. Hallo, erstmal danke, dass ich diese Bühne betreten darf. Okay, direkt Frage. Ach nee, ich hab sie vergessen. Ah nee, was war das Peinlichste, was euch in der Schule passiert ist? Also das Peinlichste, was mir jemals in der Schule passiert ist, das ist jedes Mal, wenn man eine Klassenarbeit schreibt und es komplett leise ist und dann der Magen so krummelt so. Und dann macht es nicht leise, sondern so extrem laut. Keine Ahnung, als ob da gerade so ein Erdbeben im Magen stattfinden würde. Also fand ich ganz schlimm. Und dann willst du nebenbei was essen auf unauffällig und dann isst du nebenbei und jeder guckt dich an, weil du das so rauskramst und dann ist es. Ich habe immer Pickups gegessen. Immer 2 Stück einer Pause. Okay, jetzt bist du dran. Ich glaube, ich habe mir meine Grundschule in die Hose geschissen, tatsächlich. Oh mein Gott, fühle ich. Das müsste eigentlich schon unterlich gewesen sein. Warte, in der Grundschule? Ja. Achso, ich dachte schon weiter, so wenn man 12 ist. Ich war in der Grundschule mit 12. Ja, aber ey, ich glaube, das ist ein Stani-Ding, oder? In der Grundschule hast du ja noch kein Bewusstsein für deinen Körper und dann verwechselst du halt auch mal ganz schnell was und dann passiert es halt einfach, hä? Ist dir nicht passiert? Nein. Ja, okay, schade. Perfekt. Hey, Julian, bis zum nächsten Mal, ja? Warte, ich will noch jemanden grüßen. Ja klar, grüß jemanden. Julian. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ausgang war von meiner Geschichte. Ich glaube, wurde von der Schule abgeholt. Ah, ich habe mich noch einmal auf den Tisch übergeben. Auf den Tisch übergeben? Ja, da musste wie ich... Wie viele Klasse? 6. Ach so, okay. Aber da musste ich... Von ihrer Prüfung muss ich dadurch nicht schreiben, deswegen war das für mich nicht so peinlich. Okay. War froh. Okay. Ich soll lauter reden, okay? Viviane? Hi, Viviane, ja. Oh, Viviane, grüß dich. Eine Frage, go. Habt ihr schon gemeinsame Reiseziele für nächstes Jahr geplant? Hallo? Das war die Frage. Ja, klar. Was soll ich dafür antworten? Ja, du darfst doch gerne anfangen. Ach so. Ich beende es. Vielleicht. Ganz. Oh mein Gott, vielleicht. Wie alt sind wir? 13? Ja, vielleicht. Ja, haben wir. Aber pass auf. Auf was ich mich richtig freue, was ich glaube auch krass finden werde, ist Moskau. Weil Isa spricht flüssig. Russisch und das wird richtig nice. Da hab ich richtig Bock drauf, da kommt auch AJ mit. Und ansonsten, Isa kann weder Skifahren noch Snowboarden. Das würde ich aber sehr sick finden, wenn wir das einfach gemeinsam machen werden. Auch für ein flüssig. Heißt es nicht flüssig, sondern fließend. Flüssig, ganz fließend. Genau. Ich dachte überhaupt. Fließend, sie spricht fließend Russisch, AJ auch. Und ich würde gerne noch Skifahren gehen, mehr nicht. Habe ich was vergessen? Oh, stimmt. Ey, wir gehen im Januar noch weg. Ja, wir wissen, also wir haben noch keine Unterkunft, aber... Vivian. Hallo? Hey, Flowey, grüß dich. Keine Frage. Yo, ich hoffe, dass es dir gut jetzt geht. Jetzt mach endlich mal. Mir geht's gut. Ich hoffe euch auch. Meine Frage wäre, ob ihr an Karma glaubt. An Karma? Glaubst du an Karma? Genau. Ja, du kassierst das fast immer. Ja, ja. Schau mal, Flowey, ich sag das im Stream oft, aber auch selten zum Spaß. Tim Gabel hat uns schon unterm Balkon von Nico erzählt, dass Karma existiert und ich glaube da fest dran, ehrlich. Dann teilen wir dieselbe Meinung. 100%, ehrlich. Es gibt auch viele, die sagen, nein, es können immer dumme Dinge passieren und dann führen das vielleicht Leute zurück auf eine Tat oder auf irgendwas, was sie Schlechtes getan haben. Aber ich glaube, Karma existiert zu 100%, ehrlich. Also, glaube ich auch, safe dann. Perfekt, Blowy, ey, danke, dass du da warst. Ja, bis zum nächsten Mal. Joe, grüß dich. Eine Frage, go. Und zwar folgende Sache. Ja. Auf was freust du dich am meisten in 2022 zwecks YouTube-Stream-Projekte? Die Frage können wir auch beide beantworten, also, ob wir YouTube- oder Stream-Projekte haben, worauf wir uns am meisten freuen. 7777777 Ausrufezeichen. Ich freue mich am meisten auf, wenn es klappt, auf dem Amazonas. Es wäre ein sehr geiles Projekt. Dann sind wir tatsächlich aber auch gerade dran zu planen, so einen kleinen Winterurlaub mit einer kleinen Gruppe. Wenn es klappen würde, würden auch Baba-Vlogs entstehen. Ich glaube, Isa ist ready für ihren Hauptkanal auch mehr Vlogs hochzuladen. Ich meine, letztes Jahr hat es einen Vlog rausgeschallert. Das ist ja unglaublich. Das ist in dem Zeitraum, da muss man wirklich sagen, gut ab. Nee, da können wir echt noch mehr machen. So, das wäre, glaube ich, noch ganz funny. Ansonsten, ich persönlich, YouTube-technisch, bin einfach nur froh, wenn unsympathisch TV wieder laufen wird. So. Ansonsten, ja, haben wir gerade, glaube ich, gar nicht so viele Projekte geplant. Ich weiß auch gar nicht so, was wir noch machen werden. Vielleicht wieder was wie Streamzember oder so, weißt du? Ein Livestream mit den Jungs würde ich fühlen. Ich meine, Spendi ist so am Start. Peter ist halt ein bisschen gefangen in GTA-RP als Polizist. Gut, jeder so, wie er mag, ne? Aber festgemauert in der Erde steht die Form, aus Lehm gebrannt.
Heute muss die Glocki werden. Ich freue mich auf die Vlogs. Ich glaube, die werden ganz witzig. Man hört den du einfach ja. ASMR heute. Ja, aber ich bin doch, guck mal, ich bin doch bei diesem Ja, Orangen, aber das letzte hat man nicht gehört, dass du lernst, dass du dich freust zu lernen, wie man schneidet, so, also zu schneiden. Hört man mich jetzt besser? Alter, du weißt gar nicht, wie. Ich finde es aber gut, dass du es machst, weil das regt Dave und Dominik mal extra auf. Weil ja. Die dann die Hälfte nicht mitbekommen. Ja. Ich gönn's Dave aber auch gar nicht, ehrlich. Ich gönn's Dave einfach nicht. Lios, grüß dich. Moin. Ich habe eine Frage. Klar. Also, Isa, aber vielleicht kannst du es auch beantworten. Warte, ich wie spricht man am besten Mädchen an? Ja. Wie spricht man am besten Mädchen an? Ob du hast da einen Tipp oder sowas? Okay, also, mein Freund. Da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen ausholen. Ja. Ist die Frage, wo willst du sie ansprechen? Also, wenn man zum Beispiel irgendwo ist und dann jemanden so sieht. Also, ach so, wenn du eine random Person, die du noch nie in deinem Leben... Oh, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja. Ja, was funktionieren würde, vielleicht wäre, wenn du sie einfach mal nach dem Weg fragst und sagst, Geist, wo ist da? Nein. Kann die ja bestimmt weiterhelfen. Oh, ja, aber nein. Wenn das so eine random Person ist, ich glaube, das ist immer ganz schwierig. Weil Entschuldigung, wo geht's zum Auto? Wenn mich eine random Person anspricht auf der Straße, denke ich immer, was ist denn das für ein Weirdo? Also ich finde es immer ein bisschen weird. Also ich glaube, das ist eine Situation, die kann man nicht meistern. Ja, was denn du meinst so zu Anmachsprüchen? Glauben die nicht so, oder? Achso, du meinst Anmachsprüche? Nee, die sind ganz ekelhaft. Nicht so? Also ich glaube, sowas kommt nie gut an. Vielleicht hast du da so eine Dame dann erwischt. Also vielleicht hast du ja Glück und du erwischst eine Dame, die da steht. Aber welchen Anmachspruch hast du denn gedacht? Nee, ich habe keinen, aber man hört ja immer so welche, aber ich weiß nie, ob die so funktionieren, weißt du? Nee, kommt nicht. Dann trotzdem Dankeschön, ne? Ich wünsche dir noch einen schönen Stream. Ich stehe auf. Ich meine, Pietro ist zu schauen. Das ist aber wirklich eine Frage von ihm gewesen. Ich glaube, dass es auch immer auf den oder die gegenüber ankommt. Ne? Du kannst ja da verschiedene, wir haben ja gesehen bei Mark Eggers zum Beispiel in Köln, bei Karneval haben es Frauen gemocht, angesprochen zu werden. Ja, aber so. Die waren auch alle drunk, weil das Karneval war. Ja, genau. Sagen wir, es ist eine nüchterne Dame, die gerade einfach shoppen ist mit ihrer anderen Freundin. Ja. Und dann kommt so ein Anmachspruch. Ja. Ja, ich würde jetzt nicht die Konversation mit einem Anmachspruch kicken. Wenn jetzt irgendjemand kommen würde mit so einem Anmachspruch, ich würde dann immer nur angucken, denken, ob der irgendwie, lass das, und halt weitergehen. Ja, wie würde ich jemanden ansprechen? Ist das also so random auf der Straße, eine Person, die du gerade siehst? Wunder, dass es weird rüber. Das stimmt. Auf der Straße wüsste ich, beim Shop wüsste ich auch nicht so. Im Club ist es machbar auf sympathisch, ne? Ja, dann, aber auf dem Club, da gehst du ja hin, weil du vielleicht mal so willst, dass dich jemand anspricht. Das stimmt, ja. Ja, und wenn du shoppen gehst, nicht. Also wenn ich im Club jemanden ansprechen würde, dann würde ich so mäßig sagen, ich wüsste, es ist voll situativ so, ey, was geht? So ist ja eh im Club, so ist ja eh voll laut, dann schreist du noch jemanden so halber an. Da kann ja nicht so viel schief laufen, oder? Ey, was geht? Ja, genau. Oder ich würde halt die Person fragen, was für ein Rank die in Valorant hat. Valorant? Was ist das? Und dann bin ich im Gespräch. Und jetzt habe ich dich. Valorant, was ist das? Und schon haben wir 5 Minuten. Und dann, sagst du, ja, das ist ein Online-Game-Spiel. Nein. Ego-Shooter. Nein, schon mal. Okay, komm, du musst raus. Da musst du ja ausholen wie ein LKW-Fahrer, okay? Ja, hau raus. Du musst ja verkaufen. Ich würde dann anfangen quasi zu sagen, warst du schon mal in einem Punkt in deinem Leben, wo du 100% geben musstest? Ich würde quasi anfangen, dir Fragen zu stellen, ohne dass ich es wirklich erkläre. Weil ich würde es umlenken wollen, dass du mehr redest als ich. Ich würde dir einfach Fragen stellen. Und dann würde ich einfach gar nicht über Valorant reden, sondern nur so ein bisschen halt so ein Gespräch führen. Ich glaube, meine Ausgangsfrage wäre dann, jetzt eigentlich Valorant? Und dann würde ich sagen, hey, schönen Abend dir noch, bis später. Gut funktioniert. Emoji-Fragen. Zum Glück ist das kein FaceTime, sonst wäre das jetzt echt unangenehm. Stimmt. Wer ist in den USA? Achso, danke. Es ist ein WhatsApp-Call so quasi, es kostet nichts. Okay. Das ist nicht schlimm. Dann hilft nur noch eine Person. Wenn die nicht rangeht, Chat, dann soll es leider so sein. Hallo. Ron? So. Ey Ron, hast du einen Anmachspruch so spontan für mich? Was hab ich? Cool. Nee, nein, einen Anmachspruch. Ein Anmachspruch? Ja, bitte. So, guck mal, wenn du eine Frau kehren willst, dann geht's einfach folgendermaßen her. Nee, ganz kurz, tschüss mal bitte. Ja, nee, ich will jetzt mal den Profi in die Hand kommen. Du gehst ran, du sagst, Entschuldigung, kennst du mich? Dann wird sie höchstwahrscheinlich sagen, nein, oder wer bist du? Und dann sagst du, ich bin dein zukünftiger F***er. Ron, danke, Ron. Bis zum nächsten Mal, ja? Ey, schönen Abend dir noch, hau rein, ciao. Nein, brauche ich nicht. Schönen Abend noch, ciao. Du kannst zum Beispiel
Ja, ja, Ron, ciao, ciao. Ey, liebe Grüße an Nico. Ja, macht euch einen entspannten, schönen Urlaub euch. Ja, Ron, ciao, 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 ciao. Und nicht gut. So, Leo Boss, eine Frage, go. Was ist deine Meinung zu Alkohol? Da können wir beide antworten. Also ich sag dir so, wie es ist. Also natürlich, man sagt immer, ja, so mit Alkohol aufpassen, so wegen Vorbildsfunktion. Aber als ich so 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 war, da habe ich, glaube schon so richtig viel Wert drauf gelegt. Oder es war normal, dass man quasi jedes Wochenende eigentlich mit sich mit einem Freund trifft oder mit mehreren und halt was trinkt so, ne? Und es war halt völlige Normalität. Und ich glaube, erst jetzt so in letzter Zeit so, natürlich, ich war auf Mykonos mit den Jungs, so hat man das so ein bisschen verringert zum Glück. Aber ich glaube, das ist auch das Alter, wo man halt sich nicht wirklich damit beschäftigt, ne? So, aber es ist auch, der Kater ist auch nicht mehr derselbe wie mit 18, muss ich auch noch sagen. Nicht, dass ich alt bin. Ich bin jung. Ich bin jung, aber der Kater ist auch nicht mehr derselbe. Deswegen, wenn es so einen Anlass gibt, wie zum Beispiel jetzt ein Geburtstag oder man generell mit mehreren Leuten ist, dann ist es mal cool, auf jeden Fall. Dann bin ich, glaube ich, ganz vorne dabei am Glas. Oder wenn man halt gewisse Personen kennenlernt, auch mal so Schnaps oder so. Aber ansonsten habe ich da jetzt, also ich zelebriere es jetzt nicht so wie damals, um deine Frage hoffentlich gut beantwortet zu haben. Oder so ein Glas oder zwei Gläser Wein, wenn man was isst. Ist auch ganz cool. Ah, das stimmt, das stimmt. Wenn man essen geht oder so, ein bis zwei Gläser Wein, das ist ganz cool, finde ich. Aber sonst so dieses komplette Abschießen, das macht gar keinen Sinn. Wenn man das auch jedes Wochenende macht, sollte man das vielleicht überdenken. Also du hast jetzt leicht gesagt, aber ich habe mir halt mit 21 im Club halt dermaßen mir eine die Birne gekippt. Das war echt nicht mehr feierbar. Ich habe ja auch nicht so lange gemacht. Ich meine, ich bin ja auch 21. Ja. Bitte? Ja, du siehst ja. Ja, aber nur jetzt, also weil ich da halt so feiern war mäßig, weißt du? War ich doch früher auch. Hä? War ich doch früher auch. Ja, genau. Aber ich halt, ja gut, ja. Ja. Ron? Ja. Guck mal, du kannst auch zu einer Frau gehen und sagen, hey, wie geht's dir? Dann wird sie halt sagen, entweder gut oder schlecht. Und wenn die sagt gut, dann sagst du, ich lass es dir besser gehen. Und wenn sie sagt schlecht, dann sagst du ihr, ich lass es dir noch schlechter gehen. Danke, Ron, ja. Ey, liebe Grüße an Lazzo und an die Dame, die dabei ist. Ja, Ron, okay, ey. Bei euch ist ja auch schon spät, Alexa. Ne? Bei euch ist, Alexa, bei euch ist ja auch schon fast 3 Uhr, ne? Also, ey, man hört krass raus, dass er müde ist. Ja, Ron, ich rufe nicht mehr an, ja. Ich wünsche dir eine gute Nacht, mein Bester. Oh, rein, ciao, gute ciao. Nacht, Ron. Gute Nacht, Ron. Oh mein Gott. Okay, wir haben alles. Ey. Isa, auch korrekt, dass du heute da warst. Ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht, dass ich heute viele Fragen bekommen habe. Man muss sagen, korrektheitstechnisch wurde mit mir hier nochmal sehr schön umgegangen. Ehrlich. Ja, doch gut.